Ich habe mit Katharina heute gesprochen. Ja, nicht bei zwei. Wir standen mit dem Rücken zu. Es wird uns gelingen, wenn die gute Arbeit in der sozialdemokratisch geführten Bundesregierung verbunden wird. Ein ganz herzliches Dankeschön für diese Mitarbeit, für diesen Input in unsere gemeinsame Arbeit. Und ich glaube, ich darf sagen, dass die beiden historisch waren. Der erste war am 9. Wir hatten ein klares Programm, das in die Zukunft weist, und auch das haben mehrere heute gesagt. Wenige. Wenn wir einen höheren Mindestlohn durchsetzen, sagen wir etwas darüber, wie wir einander begegnen wollen. Das ist eine moralische Aussage über das Miteinander in unserer Gesellschaft. Es ist eine Aussage, wo sich in Geld ausdrückt, dass Respekt für unser Miteinander eben entscheidend ist. Und deshalb sage ich, wir werden das machen und es wird schnell kommen. Diejenigen, die uns gewählt haben, weil sie darauf gesetzt haben, dass wir das tun, werden schnell sehen, wir werden das umsetzen. Dass wir es für Kinder tun, mit einer besseren Grundsicherung und mit einem neuen Bürger möglich. Und das hat etwas zu tun mit zwei großen Fragestellungen, die für unsere. Wir starten in einer schwierigen Zeit. Aber trotzdem, man spürt es überall, man merkt es überall. Es wird einem auch gesagt, da ist ein Aufbruch. Viele haben das Gefühl, dass da jetzt etwas geschehen kann in diesem Land mit der neuen Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Eine Regierung von drei Parteien, die den Fortschritt sich zum Ziel gemacht haben, etwas unterschiedlich, aber doch gemeinsam verfolgen. Und ich hoffe, dass alle mittun wollen, dass dieser Aufbruch jetzt unmittelbar gelingt, dass wir es schaffen, dass die 20er Jahre gut werden für unser Land und für die Aufträge, die wir von den Bürgern und Bürgern bekommen haben. Und ich hoffe auch, dass alle aktiv mitarbeiten, dass das ein großer Erfolg wird. Diese Koalition bedeutet Zukunft für unser Land. Die müssen wir, dürfen wir und sollten wir überall beschreiben, aber auch in unserer können. Denn es geht nicht darum, eine Legislaturperiode zu gestalten. Wir wollen die 20er Jahre prägen, die jetzt vor uns liegen. Wir wollen, dass es gute Jahre werden. Und wir wollen, dass eines in diesem Land dann wieder maßgeblich wird. Zuversicht, ein Blick in die Zukunft, der mit Hoffnung verbunden ist. Und das kann auch gelingen, wenn uns die Modernisierung gelingt in industriell-wirtschaftlicher Hinsicht. Wenn wir sicherstellen, dass alle das Gefühl haben, für mich geht es gut aus. Und wenn wir eine Gesellschaft sind, die zusammenhalten und in der Respekt wieder gilt. In dem Sinne,